Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge. Wir holen uns jetzt erstmal unten das Item. Da sind wir beim Item und das Item ist eine Eisentafel. Ein Item zum Tragen. Diese Steintafel. Ich dachte Eisen. Hä? Diese Steintafel verstärkt Attacken vom Typ Stahl. Also es ist doch Eisen. Okay. Ja, Bomben. Also wenn wir ein Pokémon haben, was eine Eisenattacke hat, also Stahlattacke, dann... Perfekto. So, und damit haben wir jetzt auch den Poketech, also die Uhr. Oder besser gesagt, alles mögliche, was da drinnen mit eingebaut ist. Pokémon. Wir haben halt die beiden. Das Ding ist halt, wir kämpfen gleich gegen den und der hat beides Level 7 oder 8. Ich weiß nicht, ob ich das riskiere. Ich möchte es, glaube ich, nicht riskieren. Ich gehe, glaube ich, einfach mit Devil rein und fertig. Und ja. Dann machen wir mal unseren Rivalenkampf. Lutz! Hey Random, bitte sag mir, dass du stärker geworden bist. Ich? Sieht man das nicht? Sicher bin ich stärker geworden. Los, ich beweise es dir. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Lutz in den Kampf mit... Wer wird in den Kampf geschickt? Oh, ein Eis-Pokémon. Ein Schneebedeck. Ein Hagelsturm wird entfacht. Wir machen einfach Absorber. Macht nicht viel Schaden, aber ist halt unsere stärkste Attacke. Wir haben nicht wirklich was anderes. Rasierblatt. Okay, Rasierblatt sollte uns aber auch keinen Schaden machen. Wir sind Pflanze Wasser. Okay, es macht trotzdem übel Schaden. Es wird ein harter Kampf. Es wird ein richtig harter Kampf mal wieder. Dann werden wir mal Natur... Ich probiere mal Naturkraft aus. Erdbeben. Oh, Erdbeben ist krass. Okay, nee, das never mind. Ist nicht krass. Kann das einfach zu allem werden? Aber Naturkraft kann halt nicht gedings werden. Also theoretisch könnte es doch zu allem werden, oder? Ich probiere mal Erstaune aus. Ja, es macht Schaden. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte einfach Erstauner gehen sollen. Okay, wir kriegen 200 Erfahrung. Reicht das schon? Oh, reicht nicht fürs nächste Level. Level wird von... Ja, das wird ganz knapp jetzt. Was wird jetzt nochmal reingepackt? Nein, wir können nicht. Wir müssen das Pokémon dann behalten. Ein Pflanzen-Pokémon. Wir machen einfach Naturkraft. Schutzschild. Ach, Digga. Okay, wozu wird's denn? Dann wird's zu Erdbeben. Aber Erdbeben schütze ich halt selbst. Aber trotzdem sollte es eigentlich gut, wäre es Schaden machen, wenn die wir Erdbeben rankriegen. Ding ist halt, wir haben nur 12 KP, und aber es ist ein Pflanzen-Pokémon. Es sollte nur Absorber oder Tackle haben oder sowas. Das heißt, es sollte nicht... Ja, es schlug fehl. Naturkraft, Erdbeben und... Komm schon. Töte es One-Shot. Es macht auch nicht viel Schaden bei ihm. Ey. Ich sterbe an dem Hagel. Wenn es so weitergeht. Und ich kann das Wasser-Pokémon nicht reinpacken, weil wenn der Absorber wirklich hart oder so, dann bin ich komplett am... Hat der nur Schutzschild? Nächste Kampf. Das ist halt nicht spannend, so. Das wird sie hier mit reinnehmen, so. Okay.
So, ich bin jetzt gerade in der Zeterstimme, weil ich in dem Kampf nicht wirklich viel gesagt habe. Ich wurde halt einfach von Anfang an eben kurz mal eben eingeschläfert von Hypnose. Danach ging es halt eigentlich relativ langweilig weiter. Hypno hat halt leider erst einmal Pfund normal eingesetzt, danach Pfund mit einem Crit drinne und muss dann eben auswechseln. Danach war es aber auch tot. Ja. Ansonsten das erste Pokémon war jetzt nicht wirklich spannend. Ich habe das auch einfach nicht reingenommen. Wir haben Altbernstein gefunden. Ist das so wie ein Fossil? Weil wenn ja, dann weiß ich nicht, ob wir es behalten sollen, nutzen sollen oder halt verkaufen sollen. So, wir sind jetzt hier angekommen und wir suchen uns jetzt unser drittes Pokémon im Bunde. Oh, das ist geil, ein Psycho-Pokémon. Ein Psycho-Pokémon. Ich denke mal, es sollte. Ah, Barriere. Das erhöht natürlich direkt die Verteidigung. Steigt stark. Das heißt, Raserei soll es jetzt auf jeden Fall aushalten. Ja. Hä? Der hat mir einfach jetzt plus 2 geschenkt. Hä? Warte. Ja, einmal Raserei sollte noch gehen. Auch da er jetzt Barriere einsetzt, ist doch perfekt. Einfach kein Crit, einfach kein Crit, einfach kein Crit. Perfekt. So, wir haben super gut geschwächt. Wir fangen jetzt an, Pokébälle zu werfen. Meine Aufnahme ist leider abgestürzt, bedeutet, ich habe das alles nochmal nachgespielt. Das heißt alles. Ich habe halt keinen Speicherstand vor dem Pokémon-Fangen gehabt. Bedeutet, ich habe es einfach nochmal gesucht, bis wir es gefunden haben, haben aber davor schon zweimal Pokébälle benutzt. Das bedeutet, die fehlen uns jetzt komplett. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, Spitzname. Das wird Gizmo. Und somit haben wir jetzt drei Pokémon im Bunde, aber ich glaube, das hier ist komplett nutzlos, weil es hat keine Attacke eingesetzt. Es hat Schutzaustausch, Barriere, doch, es hat Kampffusion. Es hat aber nichts eingesetzt. Und Imitator, Anwender imitiert gerade verwendete Attacke. Hä, ist doch eigentlich voll gut. Barriere kann sich übelst tanky machen. Schutztausch kann die Fähigkeiten von den anderen übernehmen. Ist noch not so bad. Machen den Trainer hier. Ein Seejong. Aber wir sind Wasser gegen Wasser. Oh, vertue ich mich da, dass es Wasser-Pokémon ist. Ne, es sollte Wasser-Pokémon sein, ne? Oh, Pulverschnee, ey, puh. Wir risken nichts. Scheiß drauf. Und so gesagt, so getan. Wir haben nichts mehr geriskt. Wir haben dann einfach Devil nach vorne genommen. Wir haben ab und zu Lucky kurz reingetauscht, wenn es wirklich ein safer Kampf war. Die ganzen Trainer waren halt komplett unterlevelt. Oder besser gesagt, wir waren komplett viel zu stark. Bedeutet, es war alles nicht spannend. Ich zeige euch noch eben kurz das Item, was wir gefunden haben. Und danach zeige ich euch, wie wir in die Höhle reingehen. Ich hoffe, euch gefällt der Schnittstil so. Ich hoffe, euch gefällt das so, wie ich halt mit dem Erzählerstimme ab und zu noch mal ein bisschen was reinbringe, damit das ganze Game ein bisschen Antrieb bekommt. Nein, aber es entwickelt sich. Hey! Devil entwickelt sich! Oh, so ein Tuskas oder so. Really? Really? Zu einem Tuska? Ja, really, ein Tusker. Sichtlich enttäuscht sehen wir aber, dass es im Angriff eine wirkliche Maschine ist. Das Ding ist, wir haben jetzt ein komplett nutzloses Pokémon. Dachte ich zumindest, als ich aber die Stats gesehen habe. 35 Angriff, Spezialangriff 31, das ist halt ein übelster One-Shot-Angle.
Ja, es entwickelt sich bei Level 32. Das heißt, wir haben halt jetzt. Ja gut, wir gehen in die Höhlen hier rein. Let's go. King hier. Von dem netten Mann hier, der einfach ein kleines Mädchen anspricht und ein Geschenk gibt. Die VM06. Und zwar Zertrümmerer. Können wir natürlich nicht einsetzen, bla bla bla. Ja, ich habe jetzt überlegt, wollen wir hier jetzt noch ein neues Pokémon fangen? Und ich habe mich entschieden, nein. Nein. Wir werden hier Schutz einsetzen. Wir werden die Trainer hier machen. Wir werden hier durchspeeden. Wir haben jetzt gleich nochmal ein Fleckchen, wo wir ein Pokémon fangen können. Dann machen wir erst den Arena-Leiter und dann fangen wir uns noch ein Pokémon, weil wir brauchen Money. Um mehr Pokébälle zu haben, um ein starkes Pokémon auch zu kriegen. Wie gesagt, so getan. Wir haben als erstes Duskar kämpfen lassen, habe mich aber kurz darauf umentschieden und Lucky kämpfen lassen, da er vom Level so behind ist. Nachdem wir die beiden Trainer besiegt hatten, sind wir auch in der nächsten Stadt angekommen. Sondern wir haben halt harte Schwächen. Wir haben eine Feuerschwäche, wir haben eine Pflanzenschwäche und Psycho hat, glaube ich, Unlichtgeist. Er hat mehrere Schwächen, aber ich glaube keine Vierfachschwäche. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Wir haben die nächste Stadt erreicht. Wir wollen uns ein neues Pokémon fangen. Bedeutet, wir müssen Devil nach vorne tun, auch wenn es keine Verteidigungswerte hat. Wenn es ein Feuer-Pokémon ist, wechseln wir einfach schnell. Wir haben Pudersand gefunden. Wir werden hier auch am Eingang nach einem Pokémon suchen, weil ich will sofort raus. Weil ich glaube, das wird echt schwierig. Und es ist ein Feuer-Pokémon. Und es ist ein Feuer-Pokémon. Verteidigung hat er. Ah, er hat nur 9 Verteidigung. Und er hat 19 Verteidigung. Scheiße, wir müssen echt Devil fighten lassen. Wir haben niemanden in der Verteidigung drin. Kreideschrei. Vielleicht kann er noch keine Feuerattacke. Hey. Singt stark, ja. Wir können ihn aber auch nicht besiegen. Wir machen Weißnebel einmal an. Kleiner Spoiler. Wir haben es nicht gefangen. Wir haben es nicht hinbekommen. Es hat einfach zu viel Damage gemacht. Ich hatte zu viel Panik, ein Pokémon nur zu verlieren, weil ich ein anderes Pokémon fangen will und es vielleicht sogar am Ende nicht mal hinbekomme. Bedeutet, wir haben es dann einfach töten müssen, aber und bleiben halt bei dem Team, was wir jetzt gerade haben. Ja gut, ich beende erstmal die Folge für heute hier. Die könnte vielleicht etwas kürzer sein als die anderen, als die letzte. Aber circa auf dem gleichen Level bringen, also beide so circa auf Level 12 hochbringen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, machen dann den ersten Orden oder versuchen ihn zu machen. Und ja, wünsche mir viel Erfolg. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, like den Part. Abonnement würde ich immer gerne sehen, um die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.